Ist doch unglaublich, oder? Wer soll sowas verstehen? Ich schon wieder nicht. Ja? Zweimal heute wieder mal, ja. Und es gibt keine vernünftige Erklärung dafür. Ganz ehrlich nicht. Mich nervt es schon wieder hier mit dem Licht. Es hilft halt nicht hier. Findet unmöglich. Wieso kann ich mich nicht so sehen, wie ich mich sehen will? Ah. Mal ein bisschen näher, noch näher. Ja. Ich war eben im Wald. War das geil. Also, was mir da gerade zu einfällt, ist ja folgendes, ne? Erstmal danke, Conny. Ja. Stimmt, mir ist auf dem Weg denn auf einmal eingefallen, Mensch, Mann, siehst du noch, wie das 1972 war? Im Grunewald. Ja. Am Grunewaldsee, da ist so ein Schullandheim. Und da war ich als Pfadfinder. Ja. Pfadfinder gibt es ja nicht, hat mir jemand gesagt. Finde ich richtig gut. Der hat die volle Ahnung. Ja. Aber das macht er nicht. Hat er nicht geglaubt, dass es Pfadfinder gibt. Er hat gesagt, es gibt keine Pfadfinder. Dann habe ich ihm den Link geschickt. Ja. Er glaubt es aber immer noch nicht. Naja, gut. Was soll man denn da machen? Ja, am besten ja nicht. Und dann in Ruhe lassen. Das ist das Beste. Wann, was ich mir, oder der Zweite Weltkrieg, ja, wann der angefangen hat, ja, musste ich mir anhören, das ist eine ganz andere Zeit, hat der da erzählt, ja. Ich konnte ihn nicht überzeugen. Also irgendwann frage ich mich, was ist denn mit dem los? Ja. Ja, ich weiß, wann der Zweite Weltkrieg angefangen hat. Ja, am 1. September 1939. Das hat der gesagt, stimmt nicht. Okay, gut. Aber lange Rede. Oh, ich werde zu laut. Furchtbar. Leise. Schlafen wir schon alle. Okay, wir machen das so. Super, ruhig mich schon mal gleich. Ja. Also, ich wollte noch mal auf die Wildschweine kommen. Die Wildschweine. Ja. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie schnell ich immer abschweife, ne? Und stellt euch mal vor, ich hätte jetzt noch eine Tablette geschossen. Ja? Hätte ich gar nicht schlafen können. Also, eine reicht in jedem Fall. Ja. Lastet mit zwei. Probiert es ja nicht. Das heißt, das weiß ich nicht. Ich frage noch mal, ich bin ja nicht dazu gekommen, den Dr. Munkwold irgendwas zu fragen. Was Vernünftiges. Ja. Da muss ich mir extra noch mal hin. Weil ich will mich erstmal noch ein bisschen lauer machen. Ja, ich bin ja nicht verrückt und fress diese Dinger da, weil wenn ihr den Beipackzettel sehen würdet, da steht, ist ja. Für mich raus ist unfassbar aus. Ja. Auch wenn es enttarnt ist, ja. Wir haben da einiges rausgenommen, denke ich. Ja, ich habe da gewohnt. Früher, ja. Die sind heute auch nicht mehr so. Da habe ich dann auch gehört, die gibt es nicht mehr. Ne? Da ist auch so ein Schlauer da, der sagt dann einfach zu mir, die kann man, die gibt's nicht mehr. Doch, die gibt's noch. Aber die sind eben nicht mehr so, wie sie waren. Ja, irgendwas haben die da rausgenommen. Ja. So, so ist es auch mit dem Ritalin, das haben sie auch entschärft. Ne? Du sollst ja nur arbeiten und Steuern zahlen und gar nicht abfahren. Ja. Glücklich so. Die haben dabei vergessen, ich bin immer glücklich. Ja. Ja. Selbst dann, wenn ich unglücklich bin. Das ist so geil. Aber jetzt, gut, schon wieder, merkt ihr was? Ständig schweife ich vom Thema ab. Das ist ekelhaft, kann ich euch sagen. Aber gut, ich bin jetzt wieder beim Thema und sage mal Folgendes zu den Wildschweinen. Also danke, Conny.
Das war sehr lieb von dir, dass du mir sofort geschrieben hast, weil ich dachte, ich spinne, ist mir einfach nicht mehr eingefallen. Ja. Und dann fiel mir auf dem Weg, fiel mir dann alles, habe ich alles gesehen. Wie ich da vom Grunewaldsee hochkomme, ja. Mich schon gefreut habe, ja. Ja, auf Frühstück, ja, demnächst. Ja. Wir hatten ja, weiß ich nicht, ob ihr kennt, die Geländespiele nachts, ja. So wurde langsam hell. So, und ich lauf da hoch und auf einmal so steht da so ein blöder Keiler vor mir. Ey, mit zwei Hauer, ja. Ich hab mal so erschrocken und bin dann losgerannt. Und genau das war der Fehler. Ja. Wird mir natürlich dann sofort hinterher. Ja? Jenny. Jenny, man kann das aber ja nicht. So, ja. Was wollte ich sagen? Ach, scheiße, Mann. Also, folgende. Also, ich konnte gerade noch so über den Zaun hechten. Ja. Das hatte ich dazu mal drauf. Ja, so mit Abrollen und so, das ist kein Problem gewesen. Und so hoch war der auch nicht. Ja? Der Zaun, der war nur. Und dann auch Gott sei Dank aus Holz, also, aber gut, wenn ich darauf gefallen wäre, hätte mich das Ding auch aufschließen können, na, sag ich mal. Aber ich bin darüber. Gerade noch rechtzeitig. Hat das gescheppert. Der Schrat ist gleich rausgerannt. Ja. Und kreidebleich war der. Schrat, das war der, damals war der, glaube ich, noch Truppführer, nicht Stammesführer. Ja. Damals war der noch Truppführer zu meiner Zeit. Ja. Das ist was anderes als Stammesführer. Der kam da raus, ja. Und kreidebleich war das. Der kann ja nicht so schnell laufen. Der hat da mit einem Bein, mit einem Bein hatte der da irgendwelche Probleme. Der konnte nicht so rennen, ja. Das sehe ich doch. Am liebsten hätte er mich abgeknutscht, glaube ich, weil ich da heile rübergekommen bin, ja, über den Zaun da, ja. War wirklich heftig. Also wenn da so ein Wildschwein hinter euch herrennt, da kriegt man schon Angst. Ja, vor allen Dingen, wenn das so ein Keiler ist. Ja, so ein Riesenvieh, ja, mit zwei so eine richtigen, Mann, da kriegt er jetzt noch Angst. Ja, echt, wirklich jetzt. Da krieg ich jetzt noch Schiss, so, hier. Na gut, ist ja gut gegangen, alles. Ja, ich war heute, mich bewerben als Kellner. Geil. Der weiß aber ja nicht. Das war. Gut, ich sag mal jetzt nicht weiter, sonst wird's wieder heiter. Ja. Lalalala. So, ich gehe jetzt in die Eier. Ciao.